Das Bauernhofmuseum ist schon lange. Ist eine Institution auf der Oberschwabenschau. Schon, man sagt mir zum 10. Mal. Sind wir mit dabei auf der Oberschwabenschau und machen Werbung für das Bauernhausmuseum und zugleich verkaufen wir unsere tolle gezogene Kirchle. Die kommen also sehr gut an bei den Leuten, weil viele machen das einfach nicht mehr, weil sie ihre Küche nicht mit dem heißen Fett verdampfen wollen und einfach einen kleinen Haushalt haben. Und dann sagen sie immer auf der Oberschwabenschau, da tun wir uns die gezogene Kirchle schmecken lassen. Die gezogene Kirchle, wie bringt man die den Zuschauern oder den Messebesuchern rüber? Erstens schon mal durch den Duft, den wir haben. Und zweitens, wenn man das einmal gegessen hat, dann weiß man, wie gut die schmeckt. Das ist einfach wie bei der Oma früher. Das ist ein Hefeteig, eigentlich ein ganz simples Rezept, ein Hefeteig. Und dann im heißen Fett. Früher hat man da ja Schweineschmalz dazu genommen. Heute nimmt man Pflanzenfett, weil das Schweineschmalz hat schon einen eigenen Geschmack. Toll, ich habe viel gelernt hier. Beim Bauernhofmuseum die Herstellung der gezogene Kirchle. Ich kann es gar nicht aussprechen, sagst du noch mal. Gezogene Kirchle heißt es. Da war ich ja gar nicht so weit weg und davon. Wissen Sie, warum die gezogene Kirchle heißt? Zuerst sind das ja so aus Hefeteig, so Klöße, wo aufgegangen müssen. Und dann waren die in Breite gezogen. Und eigentlich müssen sie in der Mitte so dünn sein, dass man doch sieht. Super, ich werde es versuchen, die gezogene Kirchle. Ich werde es natürlich nicht zu weit auseinanderziehen, sonst haben die ja nicht sonst Platz in meinem Magen. Noch. Aber das kriegen wir hin. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen aufgeklärt hast ja, über die kulinarische Kultur hier im Allgäu in Wolfegg beim Bauernhofmuseum in Wolfegg. Jawohl.